Moin Moin Leute, heute ist Dienstag, der 11.10.2011. Ja, über den Tag war es mal ein bisschen trocken und ja, wie soll ich sagen, es hat nicht lange vorgehalten. Leider musste ich wieder bei Regen raus zum Rauchen. Klasse. Kalt ist es auch draußen und sehr windig. Ja, nun ist es nicht so, dass ich zum Rauchen rausgehen muss unbedingt, aber ich mache das schon alleine aus Rücksicht zu meiner Frau, also zu meiner Familie, und ich mag auch den Gestank vom kalten Rauch nicht in meinen Räumen, deswegen gehe ich lieber zum Rauchen raus, egal bei welchem Wetter. Ja, also mit meinem Greenscreen, da bin ich jetzt noch nicht so gut vorwärts gekommen. Also ich vermute mal, ich habe den verkehrten Stoff dafür. Und ich werde am Donnerstag, glaube ich, mit meiner Frau einkaufen fahren. Und da werde ich mal im Stoffgeschäft gucken, ob es da irgendwie was anderes gibt. Vielleicht haben die auch ein bisschen Ahnung davon. Mal sehen. Ja, ansonsten werde ich mal bei Amazon oder so gucken und mir da was bestellen. Da kann man bestimmt auch was herkriegen. Ja, das wäre es erstmal zum Greenscreen. Ja, was mich mal interessieren würde, wer von meinen Zuschauern jetzt aus Aurich oder Umgebung Aurich kommt. Das wäre mal ganz toll zu wissen. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Ja, vielleicht kann man sich ja mal zum Kaffee treffen oder so. Mal ein bisschen Erfahrung austauschen. Und vielleicht mal auch ein gemeinsames Projekt starten. Ja, mal sehen. Hoffentlich melden sich auch einer mal. Ja, wir haben Marder bei uns auf dem Dach. Ja, wir haben so Eternitplatten, so Wellplatten. Und der ist da in der Hohlschicht unterwegs. Und das geht die ganze Nacht immer nur trip, 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 trip. Und das geht dann schon auf den Senkel. Und Marder, die fressen ja auch Kabel und etc. an. Und da werde ich morgen mal sehen, dass ich irgendwie so eine Marderfalle bekomme. Also jetzt keine Falle, die das Biest da tot macht oder so. Das muss schon eine Lebendfalle sein. Und wenn ich den fangen kann, ja, dann setze ich ihn irgendwo anders wieder aus, wo er keinen Schaden einrichtet. Also ich bin kein Freund davon, Tiere zu töten. Ja, das war heute ein sehr ereignisloser Tag, aber das macht nichts, dafür habe ich mir morgen ein bisschen Programm vorgenommen. Und zwar will ich morgen bei meinem Auto, da ist der Motor von der Scheibenwaschanlage undicht und den werde ich ausbauen. Und wie das nun mal so ist bei den neuen Modellen oder fast neuen Modellen, man muss das halbe Auto auseinandernehmen, um irgendwo an einen Teil ranzukommen. Ja, mal sehen, wie das wird. Das Teil selber, das werde ich mir bei eBay bestellen. Weil hier im Autozubehör kostet das so um die 30 bis 40 Euro. Und bei eBay habe ich das für 15 Euro gesehen. Und wenn das Teil identisch ist, werde ich es natürlich bei eBay bestellen. Ja, in meinen Kommentaren habe ich heute gelesen, dass man sich ja sowieso nicht gegen diese ganzen Überwachungen und Trojaner, also Bundestrojaner und sowas wehren kann. Und dass wir ja sowieso schon überwacht werden und so. Ja, das stimmt. Wir werden überwacht, wo es nur geht. Ob man jetzt nur mit der EC-Karte irgendwo einkaufen geht oder was weiß ich, man hat ein Handy in der Tasche und fährt irgendwo hin. Man ist ja immer überwacht. Sicher, aber im Endeffekt ist es so, man kann es doch versuchen, den Leuten nicht ganz so einfach zu machen. Und man kann auch versuchen, sich zu wehren. Weil ich will es mal so ausdrücken, wer nicht kämpft, hat von vorne weg verloren. Und wenn ich immer diesen blöden Satz höre, wenn sie nichts zu verbergen haben. Ja, mein Gott, jeder Mensch hat was zu verbergen. Und wenn es nur sein Privatleben ist, das geht keinen was an. Und diese ganze Überwachungssache von wegen internationaler Terrorismus und so, das ist doch alles Blödsinn. Unsere Politiker, die haben doch nur um ihre Macht Angst, um nichts anderes.
Den geht's doch nicht um die kleinen Leute. Den geht's doch nur alleine um ihr eigenes Leder. Naja, das war's erstmal dazu. Ja, es bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und tschüss dann. Bis morgen. Tschüss.